didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die Nico Donnerröhren dran. Eine Neuheit von 2020. Wir haben hier 10 verschiedene Bombenrohre, dreifach sortiert. Blau, Orange und Rot. Zur NEM ist zu sagen, wir haben hier 101 Gramm pro Packung. Sprich sind 10,1 Gramm pro Bombenrohr. Ja, wir kennen ja alle diese Bombenrohre von Weco. Mit diesem Doppeleffekt mit Feuertopf und Knall. Hier haben wir jetzt die Variante von Nico. Zur Verarbeitung. Verarbeitung ist sehr gut. Plastifuß hätte man vielleicht auch anders regeln oder lösen können. Nico ist ja da auch sehr schön Vorreiter mit Raketen. Die haben ja jetzt alle so Papier- oder Pappmaché-Kappen. Das hätte ich mir hier auch gewünscht, wenn man schon mal so dabei ist. Aber vielleicht kommt es ja noch. Plaste verschwindet jetzt generell. Und ja, zur Verarbeitung. Schöne lange Zündschnur, muss man sagen. Ist jetzt auch bei jedem so, wenn man jetzt hier mal so reinguckt, die Zündschnüre sind alle sehr lang, schön verarbeitet. Wir haben oben Papier, kein Plastik und ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir uns überraschen und schauen uns die Teile mal draußen an, was die so Schönes drauf haben. Also, bis gleich. So, für euch wie versprochen jetzt die Donnerröhren. Zwei blaue, zwei rote, zwei gelbe, drei verschiedene Sorten und wir fangen mit dem blauen an. Gleich noch einen da. Schöne Teile von Nico. So, dann machen wir noch die roten. Gleich alle beide. Also die Blinker stehen echt lang für die Bomben. Und zum Schluss haben wir noch die zwei goldenen. Jo, also für den Preis von knapp 5 Euro, super. Absolute Kaufempfehlung von mir, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. You got to